Ja, es wäre schön, wenigstens die Kanonengießerei zu haben, aber nicht mal das habe ich. Außer ich sehe sie nicht, weil ich blind bin. Da hat er auch den Posten vollständig ausgebaut. So. Dann holen wir uns mal wieder ein paar Goldnuggets. Sechs oder 18, ja, das dürfte gut hinhauen. So, die Totenbeschwörung. Und ja, irgendwie müssen wir den Gegner dann locken, dass er uns... angreift. So, fehlen zum Glück nicht mehr viele Geistliche für die letzte Forschung. Dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit den Büchern anfangen soll. Ich kann Bücher nämlich nicht verkaufen. Ich könnte Weizen verkaufen. Oh, der bringt seinen Stoff wieder. Ah, wie praktisch. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Natürlich noch einen General anheuern und den auch noch ausstatten, dann hätte ich 3 Armeen gegen 2. Problem ist, dass unser Bevölkerungslimit da dann langsam aufhört mitzumachen. Wobei, ich kann Wohnhäuser ausbauen, die kosten nur Holz. Nur wird es Holz und Stein kosten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Der Ausbau fertiggestellt. So, unser letzter Pater. Das heißt, das Bier können wir in Zukunft so, ihr nur noch nach Bedarf von mir aus. Euer Gebäude wurde ausgebaut.
Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Was kostet mich jetzt eigentlich? Wohnhaus kostet mich auch nur noch Holz. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Man merkt aber, meine Wurst geht zur Neige. Wahrscheinlich auch, weil ich einen Haufen Wurst jetzt in Fernkampftruppen investiere. Du kannst auch nur noch nach Bedarf arbeiten. Wir haben eh gerade kein Eisenerz mehr. Oder nur noch sehr wenig. Aber wir haben jede Menge Eisen eigentlich. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. So, das heißt Bier. Oh cool, wir haben die beiden. Dann heuern wir jetzt noch einen General an. Für Fernkampf und Belagerung. So, wir tauschen 4 Bier gegen 2 Gold noch zusätzlich. Könnt ihr mir jetzt auch erstmal 15 Pikiniere in die Armee packen und dann nochmal 20 Musketiere. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, gleich weiter, ich sich den da noch schnappen. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Das mit den so vielen Gütern war ein richtiger Reinfall. Okay.
Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, damit haben wir unseren letzten Stein verbraucht. Also der ist gut im Fernkampf bei gegen Befestigung, so wie der gut im für alles ist. Ja, wenn es halt immer noch nicht reicht, heuern wir noch Siegfried den Spezialisten an. Jetzt brauchen wir aber erstmal mehr Geld. Also wieder 6 hiervon. Oh ja, vielleicht sollte ich ein bisschen umdisponieren. Da ich ja eh unendlich Fisch produziere. Noch Hausierer? Auch gut. Schön, dass du festhängst. Oh, der fängt auch langsam an mit der zweiten Armee. Aber zum Glück scheint er die Vorkommen in Ruhe zu lassen. Er setzt sich nur fest. Den allerdings zu besiegen, brauche ich mehr als nur das, was ich gerade an Truppen habe. Wo ist die verdammte Kanonengießerei? Oh, er fischt doch. Das ist doch ein bisschen unpraktisch.